same. Rein, bitte. Guten Morgen, Mr. President. Ah, guten Morgen, Mr. Willard. General O'Rourke und Professor Forrest warten unten. Schicken Sie sie rauf, schicken Sie sie rauf. Wir können es uns nicht leisten, so wichtige Leute warten zu lassen, nicht wahr, Mr. Willard? Nein, Sir. Mist. Soll ich anhalten, Captain? Ja, sollten wir wohl. Wird schon werden, Mister. Alles okay? Ich glaube, ich habe mir das Schlüsselbein gebrochen. Dann nehmen wir Sie am besten mit. Raus! Bewegung! Von der Schießen hat niemand was gesagt. Ich kann Sergeants nicht ausstehen. Jedoch drängen den Gouverneur, diesen Gesetzentwurf zu ratifizieren. Hier die letzten Meldungen über den Gefängnisausbruch. Die Autobahnpolizei des Staates Montana hat weitere 17 Straßen General, errichtet. Wollen Sie die Nachrichten hören? Wegen Mordes verurteilten Strafgefangenen. Niemals zwischen den Kriegen. Stellen Sie Musik ein. Ja, Sir. Eine der Safe, Knacker, stell die Heizung an. Setz Kaffeewasser auf, Mabel. Afrika, die ist wohl nie kalt. Nein, ich bin nur kühl, bis ans Herz hinein. Nach etwa 60 Metern biegst du links ab. Verstanden. Und denk dran, um 8 müssen wir mit allem fertig sein. Kincaid, Roger F., Captain. Sicherheitskennnummer 764-987-65. Whitkin Harry O., First Lieutenant. Sicherheitskennnummer 0465-43976. Okay. Zehn Minuten Verspätung. Guter Anfang für eine neue Crew. So, Charlie. Tu mir einen Gefallen. Mach's kurz, ich hab Hunger. So wie Sie im Loch sind, essen wir. Hm?
Mann, sieht das hier öde aus. Kümmere dich nicht um Orgy. Konzentriere dich nur auf die Sicherheitskennnummer. Das gilt auch für dich, Hoxie. Kincaid, Roger F., Captain. Sicherheitskennnummer 07649-8765. Whitkins, Harry O., First Lieutenant. Sicherheitskennnummer 046-54-39-79. Barker, Allen, Soldat. Sicherheitskennnummer 119-590073. Trommel. Violine. Ja, Sir. Der verdammte Kern springt nicht an. Setzen Sie sich mal ans Steuer, Sir. Anlassen, Sir. Diese faulen Säcke von der Fahrbereitschaft sitzen den ganzen Tag nur rum. Wir müssen ihn reinschieben, Sir. Achtet auf die Fernsehkameras. Hey, Leute, packt mal mit an, schiebt gleichzeitig. Mendez, so viel ich weiß, Sir. Na los, Jungs, schieben. Wir sind hier auf Kies, strengt euch ein bisschen an. Alle zusammen, jetzt! Wir tun unser Bestes, Sir, aber ihr Gewicht... Los, los! Wir kommen schon. Ja, Sir. Ich hab's schon vor einer Woche rübergeschickt. Ja, Sir. In dreifacher Ausfertigung, ja, Sir. Ich werde ihn fragen, wenn er kommt. Lass das! Ja, Sir. Teufel seid ihr? Wo ist dieser Sergeant? Du solltest ihn ja reinbringen. Ist das hier ein billiger Laden? Da habe ich schon bessere Pissbuden gesehen. Verflucht doch mal! Warum hast du das getan? Warum? Er war der falsche Mann für diese Aufgabe. Was ist denn los? Das sind die Köche. Sperr sie da unten ein. Macht eure Biscuits! Ihr Wache? Stimmt was nicht mit dem Wagen? Alles in Ordnung, Sir. Ablösung Raketenkampfgruppe 962B meldet sich zur Stelle, Sir. Bestätigt. Rufen Sie Captain Kincaid an den Apparat für die Parole. Sofort, Sir. Captain Roger F. Kincaid? Wie lautet die Parole, bitte? Romeo. Zweites Wort? Und. Drittes Wort? Drittes Wort. Dieser Mischhund muss uns was verschwiegen haben.
Es gibt kein drittes Wort. Ich wiederhole, drittes Wort bitte. Es gibt kein drittes Wort. Ich wiederhole, drittes Wort bitte. Kein drittes Wort. Ich fordere die Parole von Ihnen. Also? Ich fordere sie von Ihnen. Richtig, kein drittes Wort. Erlaubnis runterzukommen. Wir machen uns auf den Weg, Sir. Sperre ihn ein zu den anderen. Und Beeilung bitte. Wir haben nur ungefähr 15 Minuten. Los jetzt, gehen wir. Der hat keine Nerven wie alle Hohentiere. Und auch ebenso wenig im Hirn. Hoxie hätte als einziger den Safe knacken können durch den Kopf. Denken Sie diesen ganzen Quatsch eigentlich aus? Mit dieser Parole. Irgend so ein Vier-Sterne-Arschloch, das nichts Besseres zu tun hat. Hey, sag, kommt da noch mehr von diesem Quatsch? Nicht vor der 8-Uhr-Runde. Bis dahin lassen Sie uns in Ruhe und wir sitzen am Drücker. Oder sind tot. Als wäre man in einer Blechbüchse. Davis, Paul, ihr seid ja nicht im Warenhaus, in der Spielzeugabteilung. Los jetzt. Kincaid und Whitkin sind vor Eingang Startkontrolle. Und immer dran denken, es muss schnell gehen. Hallo. Larry. In den Schlafraum mit Ihnen. Schließt sie dort ein. Nehmt Ihnen die Waffen ab. Titanraketen ist dies das Kontrollpult. In dem Moment, wo wir ihren Start vorbereiten, werden vier Schalltafeln rund um uns herum aufleuchten, jede so bunt wie ein Weihnachtsbaum. Wozu zum Teufel? Um ein paar Wahnsinnige davon abzuhalten, den Dritten Weltkrieg zu entfesseln. Das Werkzeug. Da unterm Tisch. Also was tun wir? Komm endlich zur Sache, Mann. Wir trennen es ab. Wir trennen es von allen eingebauten Sperren und Sicherungen.
Sonst nimmt keiner unsere Drohung ernst. Gut, wir schalten die Sperren aus. Was dabei? Soll ich es dir sagen? Wenn wir dabei den geringsten Fehler machen, dann sind wir erledigt. Dr. Robert Pryor. Dr. Robert Pryor. Bitte in den dritten Stock in den OP. Vorsichtig, Jungs. Vorsichtig. Er hat viel Blut verloren. Dieser grüne Glasbehälter enthält eine chemische Substanz. Sarin. Wir werden ihn jetzt entfernen. Dabei müssen wir sehr vorsichtig sein. Die Enden sind extrem dünnwandig und bersten unter dem Druck, wenn man ihn schräg hält. Ja, und? Es würde unser Ende bedeuten. Du meinst, dieser grüne Scheiß da würde uns töten? Dieser grüne Scheiß, wie du ihn so witzig bezeichnest, entwickelt sich in Verbindung mit Sauerstoff zum tödlichen Gas. Willst du damit sagen, wir sind aus der Todeszelle ausgebrochen, um in der Gaskammer zu enden? Nicht, wenn wir die Röhre absolut waagerecht halten. Ich spiele nicht mit Giftgas rum. Davon hast du uns nichts gesagt. Kommt nicht in Frage! Lass mich da raus! Wo geht er hin? Nirgendwo. Komm her, Roger. Hey, wie kommt man hier wieder raus aus diesem Gottverdammten... Hier kommt niemand raus, bevor die Sache nicht getan ist. Und jetzt komm wieder her, wir haben genug Zeit vergeudet. Jetzt hör mal zu, Herr Feldmarschall, ich bin nicht mehr in deiner Armee. Ich habe mir meine unehrenhafte Entlassung verdient. Gib mir einen Allen-Schraubenschlüssel. Welche Größe? 3 mm. Nur ein paar Shorts und einen Ring der Luftwaffenakademie. Eingraviert ist 1968. Wenn ich diese letzte Mutter gelöst habe, liegt sie frei. General, mir ist mulmig. Ja, nur mit der Ruhe, Junge. Schieb sie vorsichtig zu mir rüber, bis sie frei liegt. Bis sie frei liegt? Ja, ganz ruhig. Schau auf die Luftblase. Solange sie sich in der Mitte befindet, ist alles okay. Jetzt schieb sie rüber. Nein, nicht so. Warte. Halt sie ganz fest. Jetzt gib mir deine linke Hand. Du darfst nicht. Du musst das äußere Ende loslassen. Orgy, du musst versuchen, deine Hand hier herumzuführen. Gib mir deine linke Hand. Ja, hier herum. Fass zu. Oh, du hast sie. Lass die rechte los. Ich kann's nicht. Ich bring's nicht fertig. Ich kann meine Hände nicht bewegen. Siehst du? Meine Finger sind wie gelähmt. Orgy, lass los. Orgy. Orgy, ganz ruhig. Dreh jetzt bitte nicht durch. Ich versuch's ja. Lass nur die rechte Hand los. Die rechte Hand los. Ja. Orgy, mit der linken halten. So, die rechte loslassen. Paul, komm schon her und hilf mir. Paul, komm her und hilf mir endlich zum Teufel! Orgy, sei ganz ruhig. Ich kann's nicht. Du machst ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Komm, ich werde. Ja. Geht schon. Pass auf. Gut, jetzt lass du los. Du hast sie. Ganz langsam. Ja, jetzt schieb sie rüber zu mir. Die Luftblase. Schau immer auf die Luftblase. Behalt sie im Auge, ja. Du bist der Größte. Ich hab sie. Ja. Sehr gut so. Vater unser, der du bist im Himmel. Vorsichtig. Gut gemacht, Private. Als sie mich rausgeschmissen haben, war ich Corporal. Kapiert? Ja, alles deutet darauf hin, dass es sich bei dem Opfer um Captain Roger F. Kincaid handelt. Silo 3. Schon die Polizei verständigt?
Ja, Sir. Die Beamten haben Fotos mitgenommen für die Identifizierung. Aber ich wollte Sie schon informieren. Danke, Kelly. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ja, Sir. Ich hoffe, ihr amüsiert euch da heute, Jungs. Eins von diesen Telefonen wird jeden Moment klingeln. Die meisten Sicherheitssperren reagieren auf verstärkten Druck. Diese hier reagiert, wenn sich der Druck verringert. Was soll das Gequatsche? Macht schon weiter. Während du es festhältst, entferne ich die Sicherung und setze den Konduktor ein. Verstanden? Wo ist er denn? Meinst du das kleine Ding, das Freund Hoxie in der Tasche rumtrug? Ja, das. Hoxie liegt oben und schläft, wie du dich erinnern wirst. Büro General Stonecipher, Sergeant Shortland am Apparat. Hier, Colonel Horn. Ist er da? Colonel, er ist gerade zum Hangar 5 gegangen. Dieses Digitaltelefon wird jede Sekunde klingeln. Was zum Teufel sucht er eigentlich? Hey, verrückt geworden. Ah, fabelhaft. Colonel Horn, General Stonecipher, bitte. Ja, Colonel, er ist gerade hier. Fertig? Ja, Raymond, was gibt's denn? Los. Sir, einer von unseren Leuten liegt da unten murmeln? Opfer eines Überfalls. Vorläufige Identifizierung, Captain Roger F. Kincaid, eingesetzt zurzeit Silo 3. Aber Joey sagte mir, dass Kincaid seinen Dienst angetreten hat. Gut, es geht los. Aber das ist doch unmöglich. Denk dran. Die Zugkraft kann bis zu 150 Pfund betragen. Nur noch 30 Sekunden, Jungs. Nachlassen, langsam. 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 Halt noch. Lass los. Guten Morgen, meine Herren. 16. November 1981. Astronomisches Datum 81215. Die heutige Einsatzbesprechung fällt unter Geheimhaltungsstufe. Air Force Dienstanweisung 219 Absatz 4a. Strategisches Bomberkommando. Nachtrag 22c. Dieser Hinweis zu Ihrer weiteren Information. Also im Augenblick, meine Herren, sind wir bei Decon 5. Gefechtsbereitschaft für bemanntes Bombergeschwader 90%. Eine Verringerung gegenüber der gestrigen Meldung von 3%. Durchschnittswert 89%. Lass es läuten. Sowas. Was sagt man dazu? Willst du dich endlich angehen? Sie werden schon warten. Silo 3. Hier, Touchdown. Nennen Sie mir das erste Wort, bitte. Touchdown, bitte verbinden Sie mich mit Ihrem Vorgesetzten. Silo 3. Wer ist... Touchdown, das ist ein Befehl. Augenblick, ich verbinde. Silo 3 möchte mit Ihnen sprechen. Silo 3? Ja, Sir. Silo 3, hier Duty Controller. Identifizieren Sie sich, bitte. Sie informieren jetzt Ihren Chef. Silo 3 befindet sich in Feindeshand. Ich wiederhole. Silo 3 befindet sich in Feindeshand. Hören Sie. Wer auch immer Sie sind, unbefugtes Benutzen von Telefonen ist verboten. Ich schlage vor, Sie hören mit dem Unsinn auf. Und zwar sofort. Ich möchte mit General Martin McKenzie sprechen. Direkt, persönlich und gleich.
Hören Sie, das ist die letzte Warnung. Wenn Sie nicht sofort aus der Leitung gehen, werden Sie ungeheuren Ärger bekommen. Mit wem spreche ich? Identifizieren Sie sich. Colonel Alexander B. Franklin. Und mit wem zum Teufel spreche ich? Colonel Franklin, hier spricht Roundstell. Wir haben die Kontrolle über Silo 3. Sie werden Mackenzie informieren, dass wir alle Sperren und Sicherungen ausgeschaltet haben. Wir können sie starten, seine neuen Vögel. Ich wiederhole, die Raketen sind völlig unter unserer Kontrolle. Das erste Mal, dass seine Augen strahlen. Was machen wir jetzt? Bevor wir nicht die Schlüssel haben, die in dem Safe sind, bluffen wir nur. Tut's dir jetzt leid, dass du Hoxie erledigt hast? Die beiden da drin. Einer von ihnen kennt die Kombination. Und es stellt sich die Frage, können wir diese Tatsache einfach ignorieren und ruhigen Gewissens Süßigkeiten aus dem PX knabbern? Lasst uns darüber nachdenken, welche Verpflichtung wir unserem Nächsten gegenüber haben. Die Sozialwissenschaft ist lediglich Marktschreierei. Dringende Nachricht von Duty Controller, Sir. Gut. Sandy, wir müssen diese Kombination haben. Du hast es wohl immer noch nicht begriffen, hä? Du wirst mit dem Kopf durch die Wand. Diesmal werde ich diese Wand durchbrechen. Diesmal? Wann kommst du endlich zur Vernunft und riechst den Braten? Niemand kümmert sich auch nur die Bohne drum. Und wenn du aufs Kapitol klettern würdest, keine Sau würde sich drum scheren. Was ist los mit dir? Wie kommt es... Mir ist ein Licht aufgegangen. Die Leute wollen es gar nicht wissen. Punkt! Andy, wenn wir ihre wahren Absichten aufdecken. Sie werden dich kreuzigen und nichts weiter. Das kann und will ich nicht glauben. Das Problem liegt in der Führung. Niemand von denen ist mutig genug, es aufzudecken, es zu sagen. Die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit? Herrgott, nochmal. Wie lange warst du im Bau? 5 Jahre? Ja? Ich war noch nicht mal 5 Minuten wieder zu Hause, da hatten sie mich schon so weit, dass ich alle Schuld auf mich nahm. Der Vietcong, der Krieg, dass ich in Gefangenschaft geraten bin, die Kriegsweisen, die Massaker, alles meine Schuld. Verdammt normal, ich habe so viel Scheiße schlucken müssen, dass ich lieber wieder im Dschungel wäre. Eben, weil niemand weiß, was wirklich passiert ist. Warum es passiert ist. Jetzt werden es alle erfahren. Ach ja? Wenn du glaubst, dass diese irre Sache, die du vorhast, irgendwas ändert, bist du ein hoffnungsloser Fall. Und jetzt verschwinde hier. Lass mich in Ruhe. Für einen Mann, der aus dem Knast ausgebrochen ist, um 10 Millionen Dollar an Land zu ziehen, quasselst du ein bisschen zu viel über Gott und Vaterland. Hey, ich rede mit dir, du Arsch! Ich hab nicht zugehört. Es ist dein Krieg, Feldmarschall, aber wenn wir nicht bald diesen Safe knacken, wird der Krieg nicht mehr sehr lange dauern, das sage ich dir. Hey, einen Augenblick mal, Jungs. Sagtest du nicht sowas wie, jedes System hat sein Gegensystem? Ja, stimmt. Dann mit Ihrer gütigen Erlaubnis, Sir. Was ist los? Ich glaube, Sie hören sich am besten selbst mal an, General. Mit wem spreche ich? Identifizieren Sie sich. Colonel Alexander B. Franklin. Und mit wem zum Teufel spreche ich? Colonel Franklin, hier spricht Roundstell. Wir haben die Kontrolle über Silo 3. Sie werden Mackenzie informieren, dass wir alle Sperren und Sicherungen ausgeschaltet haben. Wir können sie starten, seine neuen Vögel. Ich wiederhole, die Raketen sind völlig unter unserer Kontrolle. Um Himmels Willen.
Sie haben es geschafft, Shannon. Fragen Sie mich nicht wie, aber es ist so. Würden Sie das bitte zurückgeben an die Computerkontrolle? Aber das ist doch unmöglich. Colonel, mein Sinn für Humor ist begrenzt, hören Sie? Also, alle Verbundkabel sind durchtrennt. Die Sicherungssysteme haben versagt. Was erzählen Sie da für Ammenmärchen? Ich kann Ihnen nichts anderes sagen, General. Eine unumstößliche Tatsache, Silo 3 ist unabhängig. Und ich vermute, dass General Dell unbeschränkte Verfügungsgewalt über die Raketen hat. Unvorstellbar. General Dell war ein außergewöhnlicher Offizier. Niemand in der Air Force ist mit der Technik vertrauter. Und das wissen Sie, General. Ja. Fast Charlie an Touchdown. Nähern uns Zielgebiet. Charlie 1, Charlie 2 gehen runter. Charlie 3 bleibt in Sprechfunkkontakt. Wir gehen runter. Begrenzungszaun im Blickfeld. Ein Wagen von der Air Force parkt innerhalb des Geländes. Gehen tiefer. Zaun intakt. Keine Anzeichen von Feindeinsatz. Setzen an zur Landung. Guter Mann. Alles genau nach Vorschrift. Du gibst mir meinen Glauben an das Militär wieder. Sieh mal einer an. Jack Fox. Die erste Garde haben sie eingesetzt. Und es ist Sonntag. Wer hat das Kommando bei dem Einsatz? Major Fox, Sir. Zäher Bursche wird seine Aufgabe erfüllen. Vorausberechenbare Strategie. Sag's ihm, Jack. Sag ihm, dass wir wirklich hier sind. Ihr kennt die Kombination für das Ding da draußen? Du kannst mich mal. Das habe ich den Streikbrechern in Jersey auch immer gesagt, wie jammervoll es ihr ins Krankenhaus misst, ohne eine Unterstützung von der Gewerkschaft. Hast du einen Hund? Hat er einen? Mach, dass du wegkommst. Dein Obermacker wird einen guten Blindenhund brauchen, bevor die Party hier vorbei ist. Lieutenant, halten Sie ja, verdammtes Maul, verstanden? Ah! Oh Mann. Naja, eins hat er ja noch. Es liegt ganz bei dir. Willst du, dass dein Obermacker das andere Auge behält, oder... Sollen wir den Vorhang ganz fallen lassen? Ihr wollt ihn blind machen? Ich frag dich ja vorher, nicht? Aber du lehnst ja ab. Wartet einen Moment! Wartet! Sie steht auf meiner Hundemarke. Na siehst du. Die Hundemarke. Hier ist die Kombination. Wisst ihr, ihr seid wirklich nette Burschen. Und du bist eine Bestie. Sag mal, du hast sie wohl nicht alle. Heul nicht, Kleiner. Schon in ein paar Tagen wird dein Freund wieder dem Mädchen auf die Beine gucken. Jersey hat ihn nur in die Schulter gestochen. Mann, ihr weißen Jungs habt keine Ahnung, mit welchen Tricks man Leute zum Reden bringt. Hey, General, wir haben die Kombination. Wir haben Besuch gekriegt. Wachhaus nicht besetzt. Nur zwei Leichen. Hier, frohe Weihnachten. Wir haben Truppen geschickt. Hey, wir sind umzingelt. Nur die Ruhe. Was geht da vor? Die Köche leben. Mendez ist wohl auf. Er soll Verbindung mit der Startkontrolle aufnehmen. Fast Charlie, rufen Sie Startkontrolle über Sprechanlage. Hier spricht Major Fox. Ich spreche von der Wachstation aus. Wie ist die Situation in Silo 3? Colonel Town und Lieutenant Carnelles arbeiten mit uns zusammen. Der Sergeant liegt erschossen in der Vermittlungszentrale. Sein Mörder tot im Korridor. Nehmt sie beide mit und verschwindet.
Weitere Anrufe kommen nur noch vom Chef selbst. Andere werden nicht entgegengenommen. Verstanden? Verstanden. Dieser Schweinehund. Er ist da unten. Fast Charlie, hier ist Spiderweiter. Befolgen Sie alle seine Anweisungen. Ich wiederhole, verlassen Sie Wachstation. Das heißt, es bleibt kein Mann zurück. Abgestimmte Aktionen mit unseren Polizeieinheiten und Schützenpanzerwagen. Halten Sie sich vom Ziel in 1000 Meter Entfernung. Aber setzen Sie so viele Männer ein, wie nötig, um einen undurchdringbaren Kordon zu bilden. Keiner rein, keiner raus. Okay. Leitung klar. Glauben Sie, dass er die Schlüssel hat? Würde mich nicht wundern. Jetzt eine Supermacht. Meine Herren, bevor wir Dellen nicht getötet haben, und seien Sie sich dessen gewiss, es wird uns gelingen, bleibt dieser Vorgang streng geheim. Nur General Stone Cipher in Malmström sollte informiert werden. Jetzt geben Sie mir Silo 3 und nehmen Sie das Gespräch auf Band auf. Und lassen Sie von jetzt an alles über den Zahaka laufen. Geben Sie mir Silo 3. Ja, Sir. Hier spricht Mackenzie. Guten Tag, General. Dell, ich kann's nicht glauben, dass ein ehemaliger General der Air Force, aus welch tiefem Groll auch immer, seine Truppe derart desavouiert. Mac, lassen wir diesen Scheiß. Wir wissen beide, was diese neuen Vögel anrichten können. Sie haben genau eine Stunde, um mich mit dem Alten zu verbinden. Jetzt hören Sie mir mal zu, Sie wahnsinnig geworden. Ein Wahnsinniger ist in meinen Augen einer, der die Wahrheit unterdrückt. Ich beabsichtige, sie der Welt zu offenbaren und sie wissen zu lassen, was wirklich vorgeht. Ich will Ihnen mal was sagen, Dell. Sie werden gar nichts sagen. Dazu hatten Sie genug Gelegenheit. 100 Mal habe ich Sie gebeten, endlich die Wahrheit zu sagen. Aber nein, meine Memoranden landeten im Reißwolf. Und als ich das, woran ich glaube, auch für einen Stern mehr nicht verraten wollte, da warfen Sie mich in den Reißwolf. Jetzt bin ich draußen, General. Ich habe den Finger am Knopf und Sie haben 60 Minuten. Wenn dieses Telefon wieder klingelt, sollte der Präsident der Vereinigten Staaten dran sein. Nun? Was will er? Er will mit dem Präsidenten sprechen. Er läuft! Läuft! Schaut sich um. Niemand ist mitgekommen. Jetzt gib schon ab. Na los, wirf doch! Er spielt sich an der 42-Yard-Linie. Ja, Mildred? Doch jetzt! Der Verteidigungsminister ist mein getroffen. Doch zu ungenau. Danke. Zu behindert. Er möchte bitte hereinkommen. Mann stand ja, Mr. Präsident. Okay, General, stellen Sie sich vor, es wäre Halbzeit. Vergessen Sie nicht Ihren Chicago-Charme. Mr. President. Guten Morgen, mein Lieber. Schön, dass Sie gekommen sind. Bitte nehmen Sie Platz. Sie waren großartig heute Morgen bei der Presserunde. Da gleichzeitig ein Footballspiel im Fernsehen lief, General, fühle ich mich hochgeehrt, dass Sie eingeschaltet haben. Schon die Karikatur von uns im heutigen Dispatch gesehen? Wie wär's mit einem Kaffee? Noch zu früh für einen Drink? Nein, danke. Mr. President, als Sie mich von Princeton wegholten, damit ich mich um die Verteidigung kümmere, wie Sie es auszudrücken beliebten, haben Sie nicht erwähnt, dass ich für Renfrew arbeiten würde? Falls die Gerüchte über meinen nahe bevorstehenden Abschied von ihm ausgehen sollten, das verkrafte ich. Aber ich lehne es ab, in Ihrer Kabinettsliste zu erscheinen, falls ich nach der Wahl abgelöst werden sollte in meinem Amt. Mit anderen Worten, Mr. President, sollten Sie vorhaben, mich zu entlassen, tun Sie es gleich. Mr. Secretary, ich habe nicht die Absicht, Sie zu entlassen, weder jetzt noch nach der Wahl. Was ich gern sehe, wäre, dass Sie und Renfrew gemeinsam die Politik dieses Ministeriums bestimmen würden. Was für eine Politik? Hier, Stevens. Mr. President, hier spricht General Mackenzie. Das Gespräch läuft über den Zahaka. Ja, General? Wir haben eine Krisensituation auf einer unserer Raketenbasen, Sir. Ja, ich höre. Drei entflohene Strafgefangene,
angeführt von einem ehemaligen General der Air Force, Lawrence Dell. Moment mal. Ist das der General, der in Wyoming wegen Mordes verurteilt wurde? In Montana? Ja, Sir. Die Gruppe ist in eine Interkontinentalraketenbasis eingedrungen, Malmström. Und, Sir, wir haben uns überzeugt, dass das Silo 3 isoliert ist. Isoliert? Was bedeutet das? Das bedeutet, Sir, dass es uns nicht möglich ist, einen Start zu verhindern. Wollen Sie damit sagen, dass ein relegierter General den Finger am Startknopf einer Titanrakete hat? Nein, Sir. Durch diesen Knopf können 9 Titanraketen gestartet werden. Gott, noch mal, was zum Teufel spielt sich dort ab? Sind diese Raketen nicht mit Atomsprengköpfen ausgerüstet? Ja, Sir. Titan ist das Waffensystem für den Verteidigungsfall. Wie ist es möglich, dass irgendein Spaßvogel in eine unter höchster Geheimhaltungsstufe stehende Anlage eindringen und sich des ausgeklügelsten Waffensystems der Welt bemächtigen kann? Wollen Sie mir das bitte mal erklären, General? Lawrence Dell ist kein Spaßvogel, Mr. President. Er war in meinem Stab 2 Jahre lang. Er hat in führender Position die Raketenanlage in Malmström mit eingerichtet. Welches Ziel haben diese Raketen, General? Ich weiß es nicht, Mr. President. Ja, Sie wissen es nicht. Alle Zielgebiete unterliegen der Geheimhaltung. Sie sind nur Ihnen bekannt, den Stabschefs und dem Nationalen Sicherheitsrat. Nun raten Sie mal, General. Ich würde annehmen, Sir, das Zielgebiet liegt irgendwo in der Sowjetunion. Haben Sie schon mit diesem Dell gesprochen, seit er die Kontrolle über Silo 3 hat? Ja, Sir, das habe ich. Er verlangt, mit Ihnen zu sprechen, innerhalb der nächsten 58 Minuten. Andernfalls würde er die Raketen starten. Hat er sonst noch was gesagt? Er hatte viele Dinge vorzubringen, Mr. President. Ich kann Ihnen eine Bandaufnahme einspielen lassen. General, ich wünsche eine klare Antwort auf folgende Frage. Ja, Sir. Gibt es einen Weg, diese Bande da herauszuholen, ohne die ganze Welt zu gefährden? Nein, Sir. Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit, General McKenzie. Ach, da gibt es noch etwas, Mr. President. Um die Raketen zu starten, müssen 2 Schlüssel gleichzeitig gedreht werden. Diese Schlüssel befinden sich in einem Wandsafe. Wir sind nicht im Bilde darüber, ob Dell den Safe geöffnet hat. Was meinen Sie, General? Die Besatzung von Silo 3 ist eine der besten, die wir haben, Mr. President. Ich glaube nicht, dass Sie singen werden. Nein, Sir. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Dell nur blufft. Ich hoffe, Sie haben recht, General. Holen Sie Renfrew, Whittaker, Klinger, wen noch? Den derzeitigen Chef des Stabschefs, Peter Crane von der Air Force. Richtig. Sie sollen durch den Tunnel vom Bürogebäude herüberkommen, dann fällt das nicht so auf. Ja, Sir. Ich will Ihnen mal was sagen, Dell. Sie werden gar nichts sagen. Dazu hatten Sie genug Gelegenheit. 100-mal habe ich Sie gebeten, endlich die Wahrheit zu sagen. Aber nein. Meine Memoranden landeten im Reißwolf. Und als ich das, woran ich glaube, auch für einen Stern mehr nicht verraten wollte, da warfen Sie mich in den Reißwolf. Jetzt bin ich draußen, General. Ich habe den Finger am Knopf und Sie haben 60 Minuten. Wenn dieses Telefon wieder klingelt, sollte der Präsident der Vereinigten Staaten dran sein. Er wünscht jemand eine Wiederholung. Nein, wir wissen, einmal gesagt, Herr Präsident. Nicht doch, behalten Sie Platz, meine Herren. Ich danke Ihnen, dass Sie den Tunnel benutzt haben. Jemand hat mal gesagt, dass die Neugierde des Pressekorps des Weißen Hauses nur noch von seiner Hinterlist überboten wird. Ich habe mich dahingehend entschieden, auf die Einberufung des Nationalen Sicherheitsrates zu verzichten. Wir müssen äußerste Vorsicht walten lassen, um zu verhindern, dass möglicherweise die Russen von diesem Vorfall erfahren. Es geht hier um endlose Erwägungen politischer, juristischer und moralischer Natur. Wir können jedoch davon ausgehen, dass es sich um einen simplen Fall von Erpressung handelt. Die Regierung der Vereinigten Staaten kann nicht mit Mördern verhandeln. Das ist nicht wahr, Arthur. Das ist zu keiner Zeit wahr gewesen. Wenn es zu unserem Vorteil ist, haben wir die freundschaftlichsten Beziehungen zu einer ganzen Reihe von unerwünschten Typen. Und was ist dieser Dell für ein Typ? General Crane, vielleicht berichten Sie uns etwas über diesen Mann. Fast 30 Jahre lang war Lawrence Dell ein hervorragender Offizier. Aber er hatte große Schwierigkeiten, sich wieder zurechtzufinden, nachdem er 5 Jahre lang in Kriegsgefangenschaft war.
Als er wieder nach Hause kam, hatte seine Frau ihn verlassen. Er benahm sich launisch, war unzufrieden, verbittert. Wir haben verschiedentlich versucht... Wir haben ihn uns vom Hals geschafft. Ja, was? Wir haben ihn geschasst. Er war politisch infiltriert, radikalisiert. Wir gaben ihm einen Stern mehr, damit er das Maul hält. Aber der Stern wirkte nicht. Er bohrte weiter, drohte sogar in die Öffentlichkeit zu treten. Dann ereignete sich dieser Vorfall in Montana. Was für ein Vorfall? Er bekam Streit mit dem Bruder eines in Vietnam vermissten Soldaten. Der Streit entwickelte sich zur Prügelei. Der Bursche hatte ein schwaches Herz. Die Sache war lediglich ein Unfall, aber die Gelegenheit war zu günstig, um sie einfach vorübergehen zu lassen. Und? Und da haben wir ihn verdonnert. 30 Jahre bis lebenslänglich. Das geschah lange vor Ihrer Amtsübernahme, Mr. President. Ich glaube nicht, dass Sie drum herum kommen, Mr. President. Sie müssen mit ihm sprechen. Ist irgendjemand anderer Ansicht? Mildred, verbinden Sie mit Silo 3 in Malmström, bitte. Für den Präsidenten. Ja, Sir. Ja, wer ist da? David Stevens. Kann ich bitte mit General Dell sprechen? Hey, es ist wirklich. Kein Witz, das ist der Präsident am Telefon. Mr. President, das ist eine große Ehre. Danke, General. Ich will nicht verhehlen, dass Sie uns ganz schön die Hölle heiß machen. Aber ich bin überzeugt, dass wir eine vernünftige Lösung finden werden. Wie ich höre, sind Sie das Opfer tragischer Umstände geworden. Mr. President, lassen Sie uns offen reden. Ich habe diese Aktion nicht gestartet, weil die Air Force aus einem Totschlag vorsätzlichen Mord gemacht hat. Also, was kann ich für Sie tun? Es gibt mehrere Forderungen. Ich höre aufmerksam zu. Erstens, für die Männer, die bei mir sind, 10 Millionen Dollar in kleinen Scheinen. Zweitens? Ein freier Abzug in ein Land unserer Wahl. Wie? Mit der Präsidentenmaschine. Ist das alles? Und um sicherzugehen, dass wir auch dort ankommen, eine Geisel. Wen haben Sie da im Sinn? Sie, Mr. President. Ich verstehe. Sonst noch was? Eins noch, Mr. President. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass Sie das Vertrauen des amerikanischen Volkes in seine Regierung wiederherstellen. Indem Sie die wahren Gründe nennen, wodurch dieses Land gezwungen wurde, einen Krieg zu erdulden, der über 50.000 amerikanischen Soldaten und 1 Million Südostasiaten das Leben kostete, für nichts. Ich kann Ihnen da nicht ganz folgen. Ich fordere eine öffentliche Bekanntgabe des NSR-Dokuments 9759. Bericht der Sitzung. NSR? Die Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates? Ja, richtig. 9759. Und wenn wir unseren Bestimmungsort erreicht haben, werden Sie über das dortige Fernsehen das amerikanische Volk über den Inhalt informieren. Wie sind Sie an den Bericht gekommen? Durch einen Patrioten, das ist jetzt unwesentlich. Ich muss Sie bitten, mir genügend Zeit zu gewähren, um mich damit vertraut zu machen. Wie viel Zeit brauchen Sie? Sagen wir etwa 2 Stunden? 1 Stunde. Als kleine Geste beiderseitigen Vertrauens. Wie wär's mit 1,5 Stunden? Einverstanden. Danke, General. Ich danke Ihnen, Mr. President. Mit der Energie hätte er sicher in 10 Staaten Chancen als Gouverneur. Stoney soll alle Einheiten in Alarmbereitschaft versetzen. Und stellen Sie für mich außerhalb des Fernsehbereichs von Silo 3 einen Kommandowagen bereit. Ich wünsche direkte Leitungen zum Weißen Haus. Hierher nach Malmström und Silo 3. Alle auf geschlossenen, gesicherten Kanälen. Haben Sie das alles? Ja, Sir. Ziel 1, Novosibirsk. Schwerindustrie. Das ist ja unglaublich. Ziel 2, Werkzeug. Das ist ja furchtbar. Ziel 3, nur die Ober. Lesen Sie das und geben Sie es weiter. Ziel 5, Sobjanka. Meine Herren, bevor wir nicht alle Einsicht in dieses Dokument genommen haben, ist jede weitere Diskussion irrelevant. Seite 4, lesen Sie es und geben Sie es weiter. So, meine Herren,
Das sind die Ziele für Silo 3. Achtung! Weitermachen. Hallo, Stoney. Schützenpanzer in Stellung? Ja, Sir. Wenn Sie genau bei 1600 Meter reingehen, kommen Sie unter das Bunkerradar und über das Fernsehfeld. Aber Sie müssen bei genau 1600 Meter reingehen. Ein Meter mehr oder weniger und man wird Sie sehen und alles ist vorbei. Sie haben recht, Colonel. Kennwort Unternehmen Gold. Unternehmen Gold, Sir. So wie wir das Okay vom Weißen Haus haben, geht es los. Gold, hm? Ja, Gold. Viel Glück. Mr. President. Mr. President. Jemand hat einmal gesagt, wenn das Amt so einfach wäre, könnte man es auch einem Esel übertragen. Ich hoffe, dass jeder von Ihnen sich frei ausspricht. Nichts von dem, was hier zur Sprache kommt, wird nach außen dringen. Und das ist mein voller Ernst. Mike? Wenn es darum ginge, irgendeine militärische Schlappe zuzugeben oder um eine relativ unwichtige Richtigstellung, auf die Dell bestehen würde, war das? Oh Gott. General Crane? Tja, wir stehen da wie Idioten. Die Idioten nehme ich zurück, mit Idioten kann man auskommen. Er stellt das gesamte Militär als völlig verantwortungslos hin. Wie würde unser Volk reagieren? Könnte es einen solchen Schlag verkraften? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ralph? Also das CIA ist der Überzeugung, dass solche Enthüllungen äußerst verhängnisvoll wären. Und unter keinen Umständen erlauben wir, das heißt, würden wir unsere Zustimmung geben, das jemals zu verlautbaren. Arthur? Wie stellt sich das Außenministerium dazu? Es ist klar ersichtlich, dass die Aktion, die seinerzeit beschlossen wurde, einstimmig gebilligt worden ist. Hm. Phil? Ich glaube, dieses Land ist stark genug, um die Wahrheit zu verkraften. Und vielleicht, aber nur vielleicht, ist dies die letzte Gelegenheit für uns, das Vertrauen des Volkes wiederzugewinnen. Danke. Zack? Worüber denken Sie nach? Es bewegt mich, was Phil gesagt hat. Vielleicht könnten wir es tun. Unter gewissen Gegebenheiten. Es langsam vorbereiten. Aber diese Dokumente plötzlich öffentlich bekannt zu machen, wäre ein tragischer Fehler. O'Rourke? Ich bin's, Mike. Geben Sie mir Pete. Ja, Sir. Ja, Mac? Unternehmen Gold kann jederzeit anlaufen, Pete. Ich melde mich. Also, Mackenzie kann losschlagen, Mr. President. Wir brauchen nur Ihre Einwilligung. Wieso denkt er, seine Leute in Silo 3 schicken zu können, ohne dass sie gesehen werden? Es gibt da einen toten Winkel direkt über Ihren Fernsehkameras. Und da kann der Hubschrauber in der Luft stehen bleiben. Wenn die Leute mal drin sind, könnte man das Ding nicht einfach den Fahrstuhlschacht runterlassen? Meine Herren, die Betonmauern in Silo 3 sind über 2 Meter dick. Hitzebeständig und stahlverstärkt. So. Wir stellen Sie direkt vor die Tür. Sie sind Moose. In einer Millionstel Sekunde. Diese Waffe, worum handelt es sich da? Um eine Miniaturatombombe, um es genau auszudrücken. Nun, das ist im Wesentlichen richtig. Ein sauberer Nuklearmechanismus. Wie steht es mit dem Strahlungsausfall? Oh, in 20 Meter Tiefe minimal. Definieren Sie minimal. Wie soll ich... Annehmbar? Annehmbar für wen? Für die Bevölkerung von Montana? Sind wir in Anbetracht des Ernstes der Situation nicht, sagen wir, praktisch gezwungen, dieses Risiko einzugehen? Mag sein. Sie sollten noch mal mit Dell sprechen. Wer weiß, vielleicht können wir uns durch beharrliche Verhandlungen aus der kritischen Lage retten. Ich stimme dem zu. Ja, einverstanden. Silo 3, Dell am Apparat. Hier ist David Stevens. Ja, Mr. President. Ich bin gewillt, Ihnen ein Gegenangebot zu machen. Ich höre. Also, General, Sie fordern 10 Millionen Dollar.
Ich erhöhe von mir aus auf 20 Millionen. Außerdem Generalamnestie für Sie, Mr. Powell und Mr. Garvis, für alle begangenen Straftaten. Sowohl für die Straftaten, für die Sie verurteilt worden sind, als auch für jene, die Sie bis zum heutigen Tage begangen haben mögen. Außerdem sichere ich Ihnen den Transport in das Land zu, in welches Sie gebracht werden wollen. Mr. President, ich akzeptiere die uns gemachten Angebote. Aber ich bestehe darauf, dass Sie auch meine letzte Forderung erfüllen. General Dell, an nichts ist mir mehr gelegen, als das Ganze umgehend abzuschließen. Wenn es nach mir ginge, würde ich sagen, gut. Aber es ist einfach nicht möglich, das Dokument zu diesem Zeitpunkt zu veröffentlichen. Es tut mir leid, Mr. President. Ich muss auf dieser Forderung bestehen. Falls ich keinen Einwand höre, befürworte ich das Unternehmen Gold. Der Präsident spricht von 20 Millionen Piepen und der spricht von... Ihr kriegt, was ihr wollt und ich kriege, was ich will. Steck dir doch deinen Sternbanner in den Arsch! Mich interessiert dieser Quatsch nicht! General, sei vernünftig, hm? Hast du nicht gehört, was er gesagt hat? Er rückt mit dem Geld raus! Wir haben's geschafft! Eins müsst ihr ein für alle Mal begreifen, Männer. Entweder geht jeder hier als Sieger raus oder gar keiner. Klar? Was sehen wir da jetzt, Pete? Das linke Bild ist von einem Panzer aus aufgenommen, das rechte von einem Hubschrauber. Sie können also genau verfolgen, was vorgeht. Hey, Sie rücken mit Panzern an. Was sagst du jetzt zur Glaubwürdigkeit deines Präsidenten? Als rückte uns General Patton auf den Pelz. Die jagen uns jetzt in die Luft. Geben Sie McKenzie. Seht euch das an. Geht zu wie an der 50-Yard-Linie. Hier geht's wohl um ein bisschen was anderes. Unglaublich. Wollen wir hoffen, dass General Dell unsere Taktik nicht durchschaut? Gut gemacht. Danke, General. Mein Gott. Die gehen hoch, die Klappen. Hast du das getan, General? Rotes Telefon, Silo 3. McKenzie? McKenzie! Sind Sie wahnsinnig geworden? Unglaublich! Was gibt's denn, Dell? Was haben Sie vor? Sind Sie verrückt? Ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen. Ich spreche von 10 Schützenpanzerwagen und einem Fernsehträger, die hier auf das Gelände rollen. Geben Sie mir McKenzie in Malmström. McKenzie? Mac, schauen Sie hin, er hat die Schlüssel. Nur immer mit der Ruhe. Ich sage Ihnen, er blufft nur. Zum Öffnen braucht er keine Schlüssel. Nur zum Starten. Was? McKenzie hat recht, keine Schlüssel zum Öffnen. Oh Gott. Ich bin in Omaha. Ich habe keine Ahnung, was diese Idioten tun in Montana. Ich habe Malmström auf der anderen Leitung. Geben Sie mir Gelegenheit, es zu erfahren. Sie sind ein gottverdammter Lügner. Angriff einstellen. Wiederhole. Angriff einstellen. Sie stoppen! Alles okay, Dell. Ich habe Sie zurückgepfiffen. Kein Grund zu starten. Ich wusste schon immer, dass Sie arrogant sind, aber dass Sie wahnsinnig sind. Die Fahrzeuge bleiben stehen, die Besatzung steigt aus. Wenn die Männer nicht in 10 Sekunden draußen sind, starte ich. Wer macht ernst? General. 1. Hubschrauber Gold in Stellung. 2.
Alle Mannschaften, drei, Fahrzeuge verlassen. Alle Mannschaften, Fahrzeuge vier, verlassen. Wiederhole. Alle Mannschaften, fünf, Fahrzeuge verlassen. Schon erledigt. Sie steigen aus. Die Sekunden sind alle draußen. Das sollten Sie sich hinter die Ohren schreiben, Mac. Lerne immer gern was dazu, Dan. Die hauen tatsächlich ab. Die haben die Hosen voll. General Dell, ich bin auf deiner Seite. Wir können nichts machen. Unternehmen Gold verläuft nach Plan. Die Truppe geht im Wald in Deckung. Großartig, Major. So wie unsere Männer den Waldrand erreicht haben, beginnen Sie mit dem Abstieg vom Hubschrauber. Okay, los! Springt aus, los! Also drin sind Sie erstmal. Teil 1 der Aktion hat geklappt. Der Anfang vom Ende der Menschheit. Dargestellt in Schwarz-Weiß. Los, Jungs, kommt! Okay, wenn wir jetzt hier rausgehen, wird so wenig wie möglich gesprochen. Falls noch jemand eine Rede zu halten wünscht, dann bitte gleich. Los! Was habt ihr denn, Leute? Die Sache ist abgeblasen. Warum? Macht schon, macht schon, macht schon. Los. Warum fahren Sie Panzer auf? Keine Minute zu verlieren. Beeilung, los.
Und setzen Sie nicht ein. Ein Ablenkungsmanöver, hm? Seid ihr soweit? Zu welchem Zweck? Vielleicht hat irgendeiner von sich aus die Panzer auffahren lassen. Und man hat ihm ordentlich in den Arsch getreten. Fertig zum Abstieg in den Schacht. Jetzt beginnt der Abstieg in den Fahrstuhlschacht. Sie beginnen mit dem Abstieg in den Fahrstuhlschacht. Es sollen keine Gespräche mehr hierher vermittelt werden. Keine Gespräche mehr hierher. Jerry, mach schon, beeil dich. Gut, langsam runterlassen. Behalt die Wasserwaage im Auge. Siehst du die Blase? Ja. Okay. Hast du fest einen Stand? Ja, gut, okay. Kannst loslassen, ich hab sie fest. Ich lass los. Hast du sie? Ja. Okay, warte einen Moment. Einstieg beendet, Sir. Wir gehen jetzt durch den Tunnel. Sie sind jetzt vor dem Kontrollraum. Der Einstieg ist beendet. Sie sind jetzt vor dem Kontrollraum. Pass auf! Halt sie gerade! Ich halte sie gerade. Du hältst sie nicht gerade. Man kann sie schwer ausbalancieren. Sie können uns hören, oder? Du machst wohl Witze. Sieh dir die Tür an. Wir sind jetzt an der Tür, Sir. Bereiten die Zündung vor. Was denken die sich eigentlich? Dass wir hier Murmeln spielen? Keiner kommt hier rein, ohne dass wir ihn sehen. Vielleicht sind sie doch überzeugt, dass wir es ernst meinen. Irgendwas haben die vor. Das habe ich im Gefühl. Der Boden ist etwas abschüssig. Warte, was habe ich denn? Ist alles gut. Mhm.
versuch's. Detonator fertig? Detonator fertig? Zeitzünder fertig? Detonator fertig. Zeitzünder fertig. Detonator fertig, Zeitzünder fertig. Überprüf das Gleichgewicht. Weg von der Tür! Wiederholt. Goldblatt für Explosion. General, fertig zum Zünden. Was sollen wir tun? Wir haben die Schlüssel. Sie haben uns bemerkt, General. Was sollen wir tun? Alles klar zum Zünden. Eins, zwei, drei. Nicht. Na schauen Sie mal hin, McKenzie, wenn das keine Raketen sind. General McKenzie, was sollen wir tun? Geben Sie Erlaubnis zu zünden, verdammt nochmal, wir schaffen es. Bleibt dran, Junge, bleibt da, wo ihr seid. McKenzie bittet um Erlaubnis zu zünden, Mr. President. Mike, sind Sie noch dran? Apparat, General. Verdammt, Mike, geben Sie mir den Befehl! General! Mr. President, tut! Geben Sie Befehl zu zünden! General! Geben Sie mir einen Befehl! Mr. President, kommt mit dem Befehl! Sehen Sie nicht, was da los ist! Hörst du nicht das Geräusch? Hörst du es nicht? General! Was sollen wir tun? Hörst du es nicht? Bist du bereit? Lass mich jetzt nicht im Stich, mein Junge! Ich bin auch hier, Sir! Nein, das tue ich nicht, Sir! Alles klar, Sir! Wir können es schaffen! 28, hörst du? 27, 26, bitte Erlaubnis zu 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, geben Sie mir den Befehl! 17, 16, Mike, bitte! 15, 14, Sie hier ist der Präsident! 13, holen Sie die Männer raus! Nicht zünden! 11, haben Sie verstanden? Stoppen Sie den und Sie gehen raus! Raus! Den Kasten! Den Kasten! Komm, fass an. Packen wir sie wieder ein. Vorsichtig. Okay, los, komm schon. Los. Schnell! Raus! McKenzie, der Countdown endete bei 8. Das nächste Mal gehen Sie hoch. Schließ die Silos. Bring ihn in den anderen Raum. Fessle ihn. Die Zeit drängt, meine Herren. Wir sollten möglichst schnell eine Lösung finden.
Sportsfreund, dieser Mann versucht, dich aufs Kreuz zu legen, und zwar doppelt und dreifach. Während du von Gerechtigkeit redest, ruft er Panzerwagen. Wer weiß, was diese Hunde da vor der Tür zurückgelassen haben. Ich für meinen Teil will es gar nicht wissen. Mackenzie! Dieser Schweinehund hat den Präsidenten davon überzeugt, dass er uns hier rausblasen kann. Ich schwör's dir. Ach, Blödsinn. Der Präsident ist kein Lügner. Doppelter Blödsinn. Sie haben ihn gezwungen. Oh. Die Militärs glauben immer, dass sie alles mit Waffengewalt lösen können. General Dell verlangt, dass wir die Öffentlichkeit aufklären. Dass wir es noch heute tun, noch vor Sonnenuntergang. Und an der Erfüllung oder Nichterfüllung seiner Forderung hängen unzählige Menschenleben. Wer weiß. Falls dieser Vorfall jemals aufgedeckt werden sollte, könnten sich die Historiker dahin verstehen, General Dell als eine Art von modernem Messias anzusehen. Nicht nur, dass er glaubt, der jüngste Tag sei angebrochen, er droht auch noch mit dem schrecklichsten Zorn, wenn wir nicht tun, was er für das Richtige hält. Danke, Jack. Also, Jack hat den Kern herausgeschält. Die Frage ist, wird die Regierung weiterhin ihre Absichten offenlegen? Oder, wie es sich gezeigt hat, verschleiern? Durch Täuschung. Mr. President, natürlich können wir nicht erlauben, dass dieser Mann 9 Raketen startet, mit Atomsprengköpfen bestückt. Doch es ist klar geworden, jedenfalls mir, dass an diesem Tisch Übereinkunft darüber herrscht, den Bericht nicht zu veröffentlichen. Ich wüsste nicht, dass General Dell uns eine dritte Möglichkeit angeboten hätte, oder irre ich mich da? Ich weiß, was Sie ausdrücken wollen, Mr. President. Dass Sie nach Montana fliegen müssen. Und dass Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden müssen. Wenn General Dell Silo 3 verlassen hat. Wollen Sie damit andeuten, dass die Möglichkeit besteht, Sie ziehen die Möglichkeit in Betracht, dass ich, wenn ich nach Montana fliege, möglicherweise getötet werden könnte? Diese Möglichkeit besteht immer, Mr. President. Ich würde Dell gern anrufen und mich als Geisel anbieten. Also das ist unglaublich! Meine Herren, ich gedenke nicht, mich für die Sünden anderer opfern zu lassen. Punkt, Schluss! Sollten wir sie nicht besser rausbringen? Bringen Sie in den Nebenraum, wenn du willst. Aber diese Tür öffnet sich erst, wenn der Präsident im Fahrstuhl ist. Dieses Bild hat meine Frau gemalt, als sie 20 war. Vielleicht wäre sie eine gute Malerin geworden. Ob der Präsident interessiert wäre, heute Abend einen Film anzusehen? Nein, 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 ich glaube nicht. Melden Sie sich doch morgen nochmal. Sie zeigen einen großartigen Kriminalfilm. Möchten Sie ihn sehen? Ich glaube nicht, dass ich jetzt dafür Sinn habe. Nein, nein, ich glaube nicht. Melden Sie sich doch morgen nochmal. Wieso meinen Sie, dass ich mir den Film morgen ansehen kann? Weil Sie ein Glückspilz sind, darum. Nur so weiter, wie meine Tochter immer sagt.
Hey, das ist mein Glas. Gießen Sie sich gefällig selbst was ein. Geben Sie her. Sie sind zum Präsidenten gewählt worden. Ja. Jetzt sagen Sie bloß, das sei kein Glück gewesen. Wenn bei der Aufstellung des Kandidaten die Partei nicht in eine Sackgasse geraten wäre, dann säßen Sie immer noch am Michigansee statt am Potomac. Ach, das ist alles schon lange her. Was soll ich machen? Die wollen mich doch ans Messer liefern. Ich sehe schon, Sie sind mir eine große Hilfe. Wissen Sie, ich bin kein Held. Es würde mir nicht das Geringste ausmachen, wenn ich damals verantwortlich gewesen wäre. Aber ich war ja nicht einmal dabei. Das spielt alles keine Rolle. Erschossen zu werden, ist für jedermann unangenehm. Jeden von denen habe ich geholt. Und Sie haben nicht den Mut, mir in die Augen zu schauen. Ausgenommen Guthrie. Der alte Fuchs hat mit keiner Wimper gezuckt. Ja. So ein gottverdammtes Pech. Jetzt machen Sie mal halblang, David. Das hat doch nichts zu tun mit Glück oder mit Pech oder mit denen da unten. Sondern damit, wer Sie sind, mit Ihrem Amt. Das gehört zu Ihrem Aufgabenbereich. Sie sind nun mal der Präsident. Niemand anderer kann Ihren Platz einnehmen. Wen wollen Sie schicken? Mich? Einen von denen da unten? Eisenhower? Sollen wir ihn ans Telefon holen, ihn ausgraben? Sie verstehen nicht, wie? Können Sie sich nicht vorstellen, dass ich eine Scheißangst habe? Natürlich haben Sie Angst. Wer hätte keine? Also? Also, wie es so schön im Sprichwort heißt, der Knüppel liegt beim Hund. Vergessen Sie Recht, Unrecht, Gerechtigkeit und diesen ganzen Blödsinn. Sie sind der Präsident und Sie werden hinfliegen. Wie Sie schon bemerkten. Oh, unerhört. Schloss, Punkt, aus. Türknallen. Brrr. Arschloch. Unglaublich. Sie sind der Schlimmste. Sie hätte ich schon vor Jahren feuern sollen. Ja, Sir. Zum Teufel damit. Man lebt nicht ewig, stimmt's? Stimmt, Mr. President. Meine Herren, bitte, meine Herren, nehmen Sie Platz. Danke, Mr. Willard. Meine Herren, es war ein schwieriger Tag für uns alle. Und er ist noch nicht zu Ende. Durch den Einblick, den wir heute gewonnen haben, ist mir jedenfalls klar geworden, dass die Vereinigten Staaten den bisher befolgten Kurs nicht beibehalten können. Das Volk muss das Recht haben, sein Schicksal selbst zu bestimmen, ganz gleich, um welchen Aspekt es sich handelt. Das ist sein gutes Recht. Und wir haben die Verpflichtung, dieses Recht zu wahren. Zack, sollte ich innerhalb von 2 Wochen nicht in der Lage sein, dieses Dokument öffentlich bekannt zu machen? Sagen wir, durch Einsetzung eines neuen Präsidenten.
müssen Sie mir versprechen, es über alle Fernsehsender zu verlautbaren. So wie es da vor Ihnen liegt. Das Volk muss die Wahrheit erfahren. Und es wird sie erfahren. Sie werden ihm die Wahrheit sagen. Geben Sie mir Ihr Ehrenwort, dass Sie es tun werden. Ja, Mr. President. Mein Ehrenwort. Mac versicherte mir, dass er drei Jungs hat, die fähig sind, auf 2000 Meter einem Habicht das Auge auszuschießen. Hoffentlich treffen Sie nicht stattdessen das des Präsidenten. Das war nicht als Scherz gemeint. Hören Sie, da kommen drei entflohene Sträflinge aus dem Silo. Drei Scharfschützen für drei Verbrecher, wenn wir Glück haben. Und wenn nicht? Da hat sich was bewegt. Vielleicht sehe ich auch Gespenster. Bleib dran. Mackenzie wird alles versuchen. Er hasst mich seit über 30 Jahren. Nein, nein, da draußen bewegt sich nichts. Ich weiß es nicht. Irgendwie. Touchdown. Hier ist General Stonecipher aus Malmström. Wo ist Mackenzie? Okay. Ja, ich werde was unternehmen. General Mackenzie? Kommen Sie, lassen Sie mich nicht hängen. Wir haben hier eine echte Krisensituation. Aber Sir, der ist doch bei Ihnen in Montana. Im vorgeschobenen Kommandowagen direkt vor Silo 3. Silo 3? Ja, Sir. Ich hätte es wissen müssen, gleich als ich die Schützenpanzer sah. Dieser Schweinehund. Ah ja. Die haben irgendwas vor. Verbinden Sie mich mit General Mackenzie. Im Kommandowagen vor Silo 3. Rotes Telefon, Silo 3. Mackenzie? Sieh mal einer an. Willkommen bei Silo 3, Mac. Klar, dass mein alter Freund sich das nicht entgehen lässt. Sie wissen doch, dass ich Ihnen schon immer besondere Aufmerksamkeit geschenkt habe. Ich habe bisher noch nichts vom Präsidenten gehört und das kann nur eines bedeuten. Dass der Präsident auf dem Weg zu Ihnen ist. Er wird in wenigen Minuten landen. Ihr ruhmreicher Augenblick ist gleich gekocht. Ein einziger fauler Trick von Ihnen und ich stecke den ganzen Himmel in Brand! Er hat noch nicht aufgegeben. Das höre ich an seiner Stimme. Besser Sie gehen jetzt, sonst kommen Sie noch zu spät zum Empfang. Was können Sie unternehmen?
Wieso begibt sich Mackenzie hierher nach Montana, wenn sie nicht irgendwas Besonderes vorhaben? Sag mal, was hast du denn erwartet? Dass man dir einen roten Teppich ausbreitet? Wir tun nichts weiter als unsere Pflicht. Wir hatten nur keine andere Wahl. Das Lied vom braven Soldaten. Und so war's dann auch. Darf ich den Herrn eine Erfrischung bringen? Sie kommen wie gerufen. Bringen Sie mir noch einen Bourbon, Mr. Willard. Ja, Sir, Mr. President. Nun ja. Jedenfalls, er wird's nicht sein, der aus der Maschine steigt. Selbstverständlich steigt der Präsident aus der Maschine. Weißt du, was das Schlimme mit dir ist? Du hast keine Vorstellungskraft. Ich wette, der echte Präsident ist überhaupt gar nicht erst in die Maschine gestiegen. Ich sag dir, da sitzt ein Double drin, das den Chef spielt. Ein Double? Ganz klar. Hast du nicht den Film gesehen, wo die Deutschen versuchen, Feldmarschall Montgomery umzubringen? Da haben die Engländer auch irgendeinen armen Hund vorgeschoben, der für den echten Monty hinhalten musste. Ich meine, du würdest es gar nicht merken, wenn sie irgendeinen Teddybären zurechtmachen und den schicken. Du verstehst das Ganze nicht. Ganz richtig, ich verstehe gar nichts, also frag mich auch nichts. Ich frag dich trotzdem. Glaubst du, da sitzen Scharfschützen in den Schützenpanzerwagen? Die brauchen nicht da drin zu sitzen. Die können unter einem Stein kauern oder sich hinter einem Grashalm verstecken. Mein lieber Mann, ich hatte ein paar Nigger in meinem Haufen, die einer Ratte ins Arschloch schießen konnten auf einen Viertelkilometer. Ich will sagen, wer weiß, vielleicht haben die einen Zwerg da draußen. Einen was? Irgendeinen winzig kleinen Kerl, den wir übersehen haben. Es gibt keine Zwerge in der Air Force. Scheiß auf die Air Force. Vielleicht haben sie ihn sich ausgeborgt von der Mafia. Ist doch alles derselbe Verein. Andererseits, würden sie wirklich dieses Risiko eingehen? Sie wissen doch, dass wir den Finger am Drücker haben. Du hast recht. Du hast recht. Mackenzie würde... Lass doch mal diesen Papiertiger aus dem Spiel, er ist ein Nichts. Sag mal, verstehst du denn nicht, du hast es hier mit dem Gehirn dieses Landes zu tun? Was willst du damit sagen? Ich will damit sagen, die scheren sich einen Scheißdreck um den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Eher bringen die uns alle um, bevor sie diesem armen Schwein erlauben würden, diese Rede zu halten im Fernsehen. Die werden sich nie in die Karten sehen lassen. Du hast ihnen den Krieg erklärt, aber die haben die Macht. Und die wollen sie behalten. Und Stevens ist völlig entbehrlich. Herr Präsident. Also gut, komm. Es geht los. Du bist wirklich komisch. Soldat an den Schlüssel. Nenn mir noch einen guten Grund. Du hast es selbst gesagt. Sie würden nicht dran denken, Ihre Vereinbarung zu halten. Wach endlich auf, General. Wer hält schon was ein? Aber das ist kein Grund, die ganze Welt in die Luft zu jagen. Was soll ich tun? Ich sag dir, wir haben nicht die geringste Chance, hier rauszuspazieren und die Präsidentenmaschine zu besteigen mit einem Pisspot voll Geld. Aber warum soll der Mensch nicht auch mal Glück haben? Hier, Colonel Powell. Ja, Mike, ich sag's ihm. Die Präsidentenmaschine landet in 30 Sekunden. Thank you.
Information an General McKenzie. Der Präsident und seine Begleitung sind im Begriff auszusteigen. Mr. President, General Stonecipher. General. Colonel Horn. Colonel. Sir. Ein wundervoller Tag. Ja, Sir. Danke, meine Herren, für den freundlichen Empfang. Der Jeep steht gleich hier, Sir. Mr. President, das ist Sergeant Fitzpatrick. Sergeant. Sir. Mr. President, ich... Ja, Mike? Ich habe vergessen, Ihre Brille mitzunehmen. Okay, Sergeant, wir wollen nicht zu spät kommen. Was sagt man dazu? Siehst du, Willis? Sehr gut gefahren. Danke, Sergeant. Danke, Sir, Mr. President. Also dann. Ich bin Lawrence Dell. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Mr. President. General? David Stevens? Willis Powell. Wo ist Mr. Gavis? Er wird nicht mitkommen. Er ist tot, Sir. Mr. President, sind Sie bereit, über alle nationalen Fernsehsender... Hey, einen Moment mal. Wenn Sie nicht da versteckt sind, dann sehe ich nirgends die 20 Millionen Dollar. Und bevor wir die nicht haben, rühren wir uns hier nicht von der Stelle. Obgleich mein Schneider ein Genie ist, wäre es ihm in dieser kurzen Zeit nicht möglich gewesen, so viele Taschen anzubringen, wie für den Transport nötig gewesen wären. Und um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob ich heute die Kraft hätte, 20 Millionen zu tragen. Das Geld ist an Bord des Flugzeugs.
Was das Dokument anbetrifft, bin ich bereit, Ihrer Forderung nachzukommen. Nun, sagte das Mädchen zu Matrosen, steig runter, mehr kriegst du nicht für dein Geld. Bitte nach Ihnen, Mr. President. Ich wollte dir nur sagen, General, ganz gleich, ob wir nun gewinnen oder verlieren. Du bist wirklich ein toller Hund. Danke, Willis. Wir rechnen mit Erscheinen der Objekte innerhalb einer Minute. Sperling? Fertig, General. Blaumeise? Fertig, General. Sir, was, wenn Ziel nicht klar auszumachen? Es gibt keine Wenns, Blaumeise. Sie haben Ihren Befehl. Objekte verlassen Wachstation in schätzungsweise 30 Sekunden. Es war ein schwieriger Tag, Mr. President. Augenblicke schwerer Entscheidungen. Die Entscheidung war schwer, aber letzten Endes wird es sich gelohnt haben. Ich danke Ihnen, Mr. President. Ich möchte Ihnen sagen, Sir, zum ersten Mal seit Vietnam fühle ich mich wieder als Amerikaner. Schwalbe? Sir, was tun, wenn der Präsident ins Visier kommt? Diese Verbrecher dürfen die Präsidentenmaschine nicht erreichen. Ist das klar? Verstanden? Ja, Sir. Vermuten, Zielobjekte betreten jetzt Wachstation. Tut mir leid, Mr. President. Objekte jetzt sichtbar. Raketenbasis. Ich wiederhole. Objekte überqueren Raketenbasis. Ich wiederhole, Sie sind auf der Straße. Schützen, melden.
Sperling fertig, General. Aber kein klares Ziel. Blaumeise fertig, General. Jedoch kein klares Ziel. Schwalbe fertig, General. Aber kein klares Ziel. Blaumeise? Hier, General. Schwalbe. Hier, General. Sperling. Hier, General. Sperling, Sie haben jetzt Befehlsgewalt. Ja, General. Großer Gott, jetzt geht's nach Hause. Feuer frei! Ist gut gegangen. Ist dir alles gut? Guthrie. Herr Minister! Schon gut. Guthrie. Mr. Guthrie! Präsident? Werden Sie Ihr gegebenes Wort halten? Werden Sie es dem Volk sagen? Inside.
in America, Lord, please, let freedom, let it rain.